Hallo und herzlich willkommen zur Ankündigung vom Talinkraft Projekt und Hexit Updated. Ich werde Hexit Updated, das Mopac, jetzt schon mal anfangen, dem Let's Play. Und ja, mit dem Talin Projekt ist es so: Es ist eine Art Rundspielprojekt, was zum Beispiel auf Spieltipps und so angekündigt wurde. Und ja, wir haben vor, ein Projekt zu machen, das erstens mal Roleplay beinhaltet, dann ja, mit Mods, mit Plugins und so eine recht gute, ja, sagen wir, ja, Weihnachtszeit machen. Und später dann eventuell auch andere Dinge, also eventuell Frühlingsbeginn und so auch thematisieren und so weiter. Ich bin jetzt dazugestoßen, also mir gehört das Projekt nicht, das gehört einem anderen, dem Lalu Herzchen gehört das Projekt und ja, er wird gesponsert von ein paar, weiß ich nicht, Netzwerken oder so. Und eventuell machen auch andere Let's Play oder so mit. Ja, wir schauen ein bisschen die Welt jetzt an. Wir haben hier ganz viele Monumente, die ein bisschen merkwürdig schwarz sind. Also alle eigentlich relativ schwarz. Ich weiß nicht, für was das zum Kaputtschlagen. Diese Sachen, die werden wir alles sehen. Also das ist jetzt Hexit Updated, das ist nicht das Mod-Projekt. Ja, ich bin auf der Suche nach ein paar Dörfern. Also das Dorf da vorne, das hat jetzt eigentlich nicht mehr diesen NPC-Mod. Ich meine, Kolonie ist das andere. Ja, kenne die Mods jetzt gar nicht mehr so vom Namen. Ah, da vorne ist wieder eins. Ja, mir kommt es gar nicht in den Kopf. Aber ihr wisst sicher, ihr kennt sicher den Mod. Aber ich nie wieder mal nicht. Lol. Darklands Oakwood. Cool. Aber das Modpack gefällt mir irgendwie nicht mehr. Es ist einfach viel zu schwarz. Alles ist schwarz geworden. Ein paar Mods sind halt ein bisschen in den Weg gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich ein Let's Play starten soll. Weil viel ist in der Welt nicht los in der Hauptwelt. Da müssen wir eigentlich schon fast ins Äther gehen und wohnen. Ja, die Türme sind halt immer so blöde am Laden. Ja, in diesem Projekt werde ich natürlich eben Videos machen und Livestreamen. Aber im OBS macht halt bei mir immer wieder Probleme, dass viele Spiele halt einfach nicht mehr so richtig gehen zum An- und Ausstellen und so. Das ist alles eben den Home Broadcaster Software selber und nicht mit Kurzwahltasten machen kann. Und deshalb möchte ich eigentlich auch mehr Minecraft spielen und deshalb brauche ich auch ein solches Projekt mit Talinkraft. Okay. Ja. Blöde Fehlermeldung. Und ja, ich würde sicher sehr viel Freude bekommen. Ich bin ja einer, der gerne auch ein bisschen Freude bringt für die anderen Spieler. Und da werden wir was Großes machen. Und vielleicht machen ein oder zwei Leute von mir noch mit. Und ja, ihr dürft gerne mitmachen, aber ihr müsst euch zuerst halt bei einer Google Doc-Seite oder so, ja, wo man halt sich anmelden kann für Projekte, hat euch zuerst mal registrieren, ein paar Sachen hinschreiben. Aha, Diamantschutz. Totem der Bewahrung. Kenne ich jetzt gerade gar nicht, das ist von einem anderen Mod. Ja, es läuft nicht gerade so gut flüssig beim Rendern.
Ja, werde wahrscheinlich kein Projekt damit machen können, aber einen ähnlichen Mod hat, also ein Modpack oder so kennt, der auch ein bisschen flüssiger läuft, der darf gerne das in die Kommentare schreiben als Zweitprojekt. Und sonst können wir Mine Colonies oder so mal machen. Ja, ist aber auch nicht gerade so spannend. Aber ich finde einfach die Landschaften, die Biome haben mächtig was. Sind aber ein bisschen zu, ja, unmotivierend. Also man möchte eigentlich kaum die Gebiete richtig anschauen und so. Sind eigentlich immer gleich, oder? Finde ich schon schön, aber nicht gerade das, was mich motiviert. Ja, schade. Ich habe jetzt eigentlich noch nicht so viel reingeschaut wieder mit den neuesten Versionen. Aber damals, vor irgendwie 2 Jahren oder so, war Exit-Updated richtig cool und gut. Aber schade, dass sie das jetzt umgestaltet haben, viele Mods ausgetauscht haben und so weiter. Na gut, ist halt so. Scheinbar gefällt's den Modder trotzdem, also den Modpack-Creator. Aber mir gefällt's halt nicht mehr so gut. Ja. Kann man nichts machen, aber Minecraft ist sowieso modtechnisch halt echt am runtergehen. Weil in der 1.14.4 hat man einfach zu wenig Mods schon. Und da ist ja gar nichts. Was sind diese Gänge, wenn hier nichts ist? Ja, es gibt keine Schätze, nichts. Die Mods müssen doch Schätze einbauen irgendwo. Irgendwo muss doch hier irgendwas sein. Seht ihr das? Immer so wie diese Grafikfehler von diesen, ja, Java-Überlastung. Durch die Mods. Natürlich auch nicht gerade so toll. Wer das weiß, wie man das fixt oder wie man halt einfach das besser einstellt oder so, da darf mir gerne ein paar Tipps geben. Ja gut, ich möchte jetzt auch nicht ein allzu langes Projektvideo machen. Die Ankündigung ist da. Wer Fragen hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Und wer sich anmelden möchte, der hat unten einen Link. Bis dann. Tschüss.